Hallo da draußen, ich grüße euch. Heute komme ich mit einer ganz einfachen Verpackungsidee auf euch zu und wir wollen diese kleinen süßen Goodies machen. Schaut mal her, sind die nicht niedlich? Ich zeige euch mal die drei, die ich gewerkelt habe. Eins, zwei und drei. Oder ich lege sie hin. So. Gearbeitet habe ich, oder vielleicht noch ganz interessant, wie groß die ist, ne? Die hat nämlich, die ist relativ groß. Die hat einen Boden von 7 x 7 cm. Genau. Gearbeitet habe ich mit Actionpapieren, mit diesen 30 x 15 Blöcken. Die kennt ihr bestimmt auch. Vielleicht hat der ein oder andere auch welche von euch zu Hause. Ich habe hier so 4 Blöcke noch, Weihnachtsblöcke von letztem und vorletztem Jahr und die wollen wir verbrauchen. Das Besondere an dieser Verpackung ist wirklich, dass wir keinen Verschnitt haben. Also wir können das so ausrechnen, dass wirklich nur bei der Klebelasche was Kleines abgeschnitten wird und sonst nichts. Die süßen Anhängerchen, das hier ist auch eine Stanze von Action. Ich zeige euch mal diese hier. Da habe ich auch schon mal einen anderen Tag, einen größeren gemacht. Und das hier ist jetzt die kleine, die finde ich ganz süß. Und diese Holzteile, die habe ich jetzt nicht von Action. Die habe ich irgendwann mal bei Amazon bestellt. Und Klammerchen braucht ihr noch. Und Bänder eures Wunsches. So. Dann wollen wir mal loslegen. Das kommt einmal zur Seite. So, und die könnt ihr wirklich ratzfatz machen und einfach Nachbarn, Freunden oder wem auch immer in der Adventszeit oder zu Weihnachten schenken. Also, wir nehmen uns ein großes Blatt. Also, das ist ein ganzes Blatt aus so einem Block, ne? Das legt euch an. Hier arbeite ich immer gerne mit dem Scoreboard und nicht mit dem Falz- und Schneidebrett. Ich finde das angenehmer und es geht wirklich rucki zucki. So, wir haben ja 30 cm und wir brauchen 4 Seiten. Also die soll ja genauso breit sein, wie sie tief sein soll. Könnt ihr natürlich auch jederzeit abwandeln. Wir arbeiten mit 7 cm, denn das bedeutet, wenn wir 4 Falzlinien ziehen, sind wir bei 28 und dann haben wir noch eine ordentliche Klebelasche. Also sprich, ihr legt euch das an. Und zieht die erste Falz bei 7 cm, die zweite bei 14, die dritte bei 21 und die vierte bei 28. Ups, so. So, und jetzt müsst ihr den Boden machen. Den habe ich bei 4 cm gefalzt. Ich schreibe euch das aber auch in die Infobox. Hier müsst ihr jetzt beachten, ich habe hier jetzt keine Richtung vom Muster her, ne? Wenn ihr, ich suche euch das mal eben raus, zum Beispiel dieses Papier nehmt, ne? Da habt ihr ja eine Richtung. Das wäre ja blöd, wenn das Muster, so wie bei dieser Tüte, also da ist es ja richtig rum, wenn das verkehrt herum wäre, ne? Das ist ja nicht schön. Dann müsst ihr, da wir ja den Boden falzen, immer die Falz bei 4 so setzen, dass das wirklich der Boden ist. Also sprich, die Häuser nicht auf dem Kopf stehen. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine, ne? So, also wir legen uns das an und falzen bei 4 cm. So, dann kann das schon weg, weil das war es mit der Falzerei. Wirklich ruckzuck. Als erstes schneide ich mir immer die Klebelasche raus. So, könnt ihr es sehen? Ja. Hier unten, also das ist die Klebelasche. Das hier unten kann ganz weg und das schräge ich mir einmal an. Also ihr seht das gleich. Hoppa. So, das kann ja ganz weg und ich mache das immer in einem Schritt. Schräge mir das an und oben auch, damit da nichts rausguckt. So, das hier ist das Einzige, was wir abschneiden. Sonst verwenden wir den ganzen Bogen. So, jetzt falze ich mir das einmal nach. Und die andere Seite kann man natürlich auch toll für einen Adventskalender nehmen, ne? Ich mache manchmal auch so kleine Tütchen für meine Söhne. Da mache ich ja die Adventskalender auch selber. Und dann gibt es zwischendurch immer mit Kinderweihnachtspapier ein paar Tütchen. Das finde ich ganz süß. Und die freuen sich immer. So, und jetzt schneidet ihr hier die Falzlinien einmal gerade ein. Ganz gerade. Also ich würde direkt auf der Falzlinie, wenn ihr könnt, einschneiden. So. Und die dritte. Und das war es auch schon mit dem Schneiden. Ihr seht wirklich, es ist echt einfach. So, die Klebelasche
Da könnt ihr jetzt mit doppelseitigem Klebeband oder Flüssigkleber arbeiten. Ich mache es beides tatsächlich immer, damit es wirklich hält. Hier an den Rand packe ich mir das doppelseitige Klebeband, weil das einfach am besten hält und am schnellsten noch dazu. Gerade beim Video ist das natürlich nicht verkehrt. Und dann ziehe ich mir die Schutzfolie einmal ab, nehme Flüssigkleber und mache hier nochmal an den Rand, seht ihr das, ein bisschen Flüssigkleber, damit dann innen drin auch keine Wulst ist, die eventuell das Geschenk stört. Jetzt zum Zusammenlegen, auch total einfach. Einfach so zusammenklappen, hier oben drauf achten, dass es gerade ist und andrücken. Da wir jetzt doppelseitiges Klebeband genommen haben, geht es ja auch sehr schnell. So, da habt ihr schon die eigentliche Form, sag ich mal. Jetzt gucke ich mir, wo die Klebelasche ist. Die habe ich jetzt hier vorne. Das heißt, die soll ja dann hinten sein. Dann würde ich immer erst die Seitenwände einklappen, dann das hintere und dann das, was vorne sein soll, damit wir hier kein Loch haben. Also wir machen das mal zusammen. Wir haben gesagt, wir machen erst. So, vielleicht hört ihr meinen Sohn, der sitzt genau gegenüber und bastelt gerade ein wenig. So, genau. Hier ein bisschen Flüssigkleber rein. Mal eben wieder gucken, wo die Klebelasche ist. So, dann könnt ihr hier einfach einmal Kleber vollflächig drauf machen, genauso wie hier. Und jetzt, damit es auch richtig gut anzieht, dreht ihr das einmal um, nehmt euren Kleber oder was auch immer, wo ihr da unten rankommt und drückt es damit fest, den Boden. Mal gucken, ob alles gerade ist. Ja, guck mal, sieht wunderschön aus, ne? So, jetzt lassen wir es mal ganz kurz anziehen. Dann nehmt ihr euch euer Tag oder was ihr auch immer daran packen wollt. Und eine kleine Klammer. Ich habe ja so ein Sammelsurium von Klammern. Ich sammle die nämlich immer, weil oftmals gibt es ja auch an irgendwelchen anderen Geschenken kleine Klammerchen. Und die nehme ich mir dann immer ab. So, jetzt gucke ich. So, das hier soll vorne sein, weil wir hier keine offene Kante haben, so wie hier an der Seite zum Beispiel. So, und jetzt nehmt ihr eure Finger und drückt das einfach so zusammen. Richtig zusammendrücken. Ihr macht da nichts kaputt. So, einmal richtig fest zusammen. Dann mache ich mir immer noch ein bisschen die Ecken hier schön. Weil wir haben ja im Endeffekt keine Seitennaht, ne? So, dann nehmt ihr euer Anhängsel. Eine Klammer dran und schon ist es fertig. Ist das nicht ein einfaches, cooles Tütchen? Schaut mal. Und da passt wirklich was rein. Ne? Also das ist echt, echt super. Hier nochmal in anderen Farben. Ich finde das klasse. Vielleicht als Vergleich, denn als ich gestern so ein Tütchen eben schnell zusammengewerkelt habe, habe ich auch ein Stanzbrett für Geschenketüten. Das will ich euch nur mal zeigen. Ne, das ist keine Wertung, das ist nicht besser oder schlechter. Da habe ich diese beiden Tütchen draus gemacht. Und schaut mal, hier, das ist das, was ich eben meinte mit der Seitennaht. Ne? Hier habt ihr so ein Dreieck und eine Seitennaht. Ne? Aber dafür ist es natürlich auch kleiner. Genau, und hier nochmal in einer noch kleineren Variante, obwohl man sagen muss, beim Stanzbrett ist immer die Breite der Tüte vorgegeben. Ne? Also klar, könnt ihr das auch irgendwie noch variieren, aber eigentlich soll sie so breit sein. Ihr könnt sie nur hier in der Breite halt noch weiter noch kleiner oder größer machen. Obwohl, das hier ist schon die größte, ja, genau. Ja, das war meine Inspiration. Es geht aber ja eigentlich um diese Tütchen. Wie gesagt, man braucht gar nicht, schaut mal her, man braucht gar nicht unbedingt die Seitennaht. Und die ist halt wirklich, ich zeige es euch nochmal von innen, ne? Da passt wirklich ordentlich etwas rein. Ja. Ich hoffe, ihr macht das nach und freue mich bis zum nächsten Video. Bye, eure Dana.